Hallo Leute, heute habe ich hier den Xylence Liquorizer LQ120. Das ist so ziemlich die kleinste und günstigste Variante einer AIO Wasserkühlung. Sehen wir mal rein, weil also ich muss sagen, ich war erstaunt, dass die Packung bei einem 120 mm Radiator dennoch so groß ausfällt. Deswegen einmal nachsehen. Okay, sehen wir uns mal an, was hier so alles drin ist. Da haben wir einmal natürlich die Pumpe mit dem Radiator. Angeschlossen wird die Pumpe über einen typischen 3-Pin-Anschluss für die Pumpe bzw. an einen Lüfter-Header. Es gibt einen Adapter vom 3-Pin-Anschluss auf SATA. Dann haben wir hier den Lüfter und das Befestigungsmaterial. Sehen wir uns das einmal an. Da haben wir einmal den Anschluss für Intel-Sockel, den Anschluss für AMD-Sockel, die Backplate und eine Tüte mit Wärmeleitpaste, diversen Schrauben und Abstandshaltern, die Befestigungsmöglichkeit für den Lüfter am Radiator und zum Festschrauben vom Radiator selbst. Nochmal 4 Schrauben zur Befestigung von einem weiteren Lüfter und außerdem haben wir hier einen Y-Splitter, um einen weiteren Lüfter anschließen zu können am selben Header. Sehen wir uns an, wie das Ganze befestigt wird. Dazu nehmen wir den Lüfter. Der hat auf der Unterseite Gummi, um die Vibrationen zu vermeiden. Dann wird der Lüfter aufgesetzt. So, passt. Ich platziere ihn so, dass er die Luft nach oben raus befördern wird. Dann brauchen wir die Lüfterschrauben. Das sind die langen hier. Diese werden komplett durch den Lüfter durchgesetzt und mit dem Radiator verschraubt. Gut festziehen, aber nicht übertreiben. In der Anleitung nennen sie dieses Teil Klammer, also bringe ich die AMD-Klammer hier an, da ich den Lüfter auf AM4 platzieren werde. Die Backplate kommt hinter das Mainboard. Dann kommt dieses natürlich drauf. Gehalten wird das Ganze über die Schrauben, die hier platziert werden und die sich dann auch nicht mehr drehen können. Wie gesagt, hier ist das Mainboard. Dann kommen die isolierten Unterlegscheiben drauf. Dann werden bei AMD die Abstandshalter platziert. Diese halten die Backplate dann fest am Mainboard. Dann wird die Pumpeneinheit platziert. Und mit den Daumenmuttern in Position gehalten. Zunächst nehme ich die Oberseite ab von meinem Case, um an die Schraubenlöcher zu kommen. Dann bringe ich zunächst den Radiator in Position. Ich könnte den Radiator ebenfalls dort platzieren, wo aktuell der Lüfter nach hinten rausgeht. Aber ich nutze doch eher den freien Platz hier oben.
Bei nur 4 Schrauben ist das tatsächlich relativ schnell erledigt. Dann bringe ich die Backplate in Position. Bringe eine Unterlegscheibe drauf und den Abstandshalter. Hier dreht man eine ganze Weile, bis das Ganze sitzt. Jetzt lege ich den Rechner erstmal hin, denn da kommt die Wärmeleitpaste drauf. Ich weiß, eigentlich muss man es nicht verteilen. Ich mache es trotzdem gerne. Und die Pumpe in Position gebracht. Und mit den Daumenmuttern festgezogen. Und damit müsste das funktionieren. Testen wir das mal. Sobald es dunkel ist, sieht man das Xilence-Logo sogar leuchten. Um einen Prozessorkühler gut einschätzen zu können, lohnt es sich natürlich, ihn gegen alternative Modelle zu testen. Einmal habe ich hier den AMD Wraith Spire. Das ist der Werkslüfter, der mit dem AMD Ryzen 3600X ausgeliefert wird. Und außerdem den Be Quiet PureRock. Das ist ein Towerkühler mit 120 mm Lüfter, der in einer ähnlichen Preisklasse liegt wie der Xilence Liquorizer LQ120. Kommen wir also zum Fazit im Vergleich. Der AMD Wraith Spire liegt bei durchschnittlichen Temperaturen über 80 Grad weit abgeschlagen und ist dabei weitaus der lauteste der drei Kühler. Der Be Quiet PureRock ist deutlich kühler mit nur etwa 75 Grad im Durchschnitt und dabei weitaus leiser. Der Xilence Liquorizer ist nur geringfügig teurer als der PureRock. Dabei kann er jedoch weitere knapp 5 Grad gut machen und behält eine ähnliche Lautstärke. Alle drei Lüfter liefen über dieselbe im BIOS eingestellte Lüfterkurve. Mein Fazit daraus: Der Xilence Liquorizer LQ120 bringt eine ganz schöne Menge Leistung für das Geld. Er ist flexibel zu verbauen, passt auch in kleine Gehäuse, welche einen 120 mm Lüfter einbauen lassen und reicht dabei gut aus, um einen Ryzen 3, Ryzen 5 und aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen Ryzen 7 gut gekühlt zu bekommen.